Mu'minun. Oh, ihr Lieben, Eid Mubarak, das ist Feast Eid al-Fitr, mashallah. And it is a joyful day. Not that we had finished Ramadan, that is very sad that we finished the Ramadan, but there is so much rewards on this. And Haji Amina, she was radiallahu anha, she was saying about this. Everyone gave Zakat al-Fitr, inshallah, must be before the prayer, inshallah, they did it, otherwise this is not accepted, Prophet was saying. Then he said, Prophet was saying, when the Muslims return to their homes after the Eid prayer, then Allah subhanahu wa ta'ala, he is saying to his angels, to oh my angels, when a laborer has done his duty, he must be recompensed for his labors. He must be have reward. My servants have obediently fasted for full months. The time is now come for me to reward them. And the angels, they are saying, oh, our Lord, you have already granted them endlessly immeasurable treasures of mercy and blessings during the month of Ramadan. What compensation might there be lacking? And Allah subhanahu wa ta'ala, he is saying, my angels, the blessings I granted them for every single day of fasting were only a gift of honor. Honor, not their reward. By my divine majesty and glory, I shall reward them with what no eye has seen, no ear has heard, and no human mind has ever conceived of. This is Hadith al-Quds. Sayyidina Aisha, the wife of the Holy Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, she is relating that the Holy Prophet said, on the day of judgment, all the people will be resurrected and all will be hungry and thirsty, except for the prophets and their households and the Muslims who have fasted during the month of Rajab, Shaban and Ramadan. They will suffer neither hunger nor thirst. Holy Prophet said, sallallahu alayhi wa sallam, on the day of judgment, the fasting of Ramadan and the recital of the Quran will make intercession for the Muslims. Yeah, this is, oder Brüder und Schwestern, das sind gute Nachrichten. Allah gibt nicht nur, er gibt Belohnung, er kündigt an, Belohnung zu geben für jeden einzelnen Tag, den ihr gefastet habt. Und die Engel fragen ihn, du hast doch eh schon jeden Tag gegeben, Belohnung im Ramadan, den fastenden Brüdern und Schwestern. Und was soll jetzt kommen? Und dann hat er gesagt, das ist nur Ehre. Die haben die Ehre, Belohnung der Ehre bekommen. Ja? Danach, wenn sie vom Eid nach dem Gebet nach Hause gehen, bekommen sie Belohnung ohne Ende. Dinge, die kein Auge je gesehen hat, kein Ohr gehört hat, niemand von gesprochen hat, kein Verstand sich ausdenken kann. Ohne Ende Belohnung für die Fastenden. Und Sayyidatina Aisha, radiallahu anha, sagte, dass der Prophet sagte, dass am Tage des Gerichts, wenn alle durstig und hungrig sind und in einem schlimmen Zustand, dann dürsten und hungern die Propheten nicht und ihre Haushalte und die, die gefastet haben, die den Ramadan, Rajab, Shaban, Ramadan, ja, die da gefastet haben, die leiden keinen Hunger und Durst. Das sind, mashallah, gute Nachrichten von Allah subhanahu wa ta'ala.
Und Maulana hat immer gesagt zu uns, und natürlich Nazim Kadrasa Saluhariya, haltet euren den Zustand, ja, den Zustand dieses, den Ramadan, der Ramadan euch gegeben hat, haltet ihn, versucht ihn zu halten, diesen Zustand, diesen Level, bis zum nächsten Ramadan, inshallah. Ja, nicht wieder weniger werden, sondern halten und besser werden, inshallah. May Allah keep us to keep our gifts, which changed our hearts and changed our levels and changed our states, to keep them until next Ramadan, and to leave bad thinking and to leave bad feelings, bad emotions, and to change them into good emotions and good thinking, and to be signs of a believer. A believer, he is never said. Believer should not be said, because he's believing in Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala is always there. There's never any moment, any second, or less than second that he is not there. Why you are sad? Why you are worrying? He is doing what he is doing. Even this life is difficult, and the people, they are doing wrong. They're oppressing themselves and they're oppressing others. And all the world now, Shaitan is ruling. He is the ruler of dunya, material dunya. And you must not be worried. You must still not be worried about this. Worry about only your heart, that your heart is with Allah Almighty and with your Shaykh and with the tariqat and with the way, with the straight way, to be happy. Say, I am happy. I am living. I am a human being. I have my body. I have my breath. I have my mind. And I can think to Allah. The biggest gift and the greatest gift is the belief in Allah Almighty, that you can say, oh my Lord. That is actually the reason that you live. You think you live for bread, or for water, or to eat and to drink, and to marry, and to do this and to that. That is the reason that you live. No, that is not the reason. There is second reasons that help you. The real reason is to be with Allah, to think about Allah, to say Allah, to know Him. He said, Allah subhanahu wa ta'ala, I was a hidden treasure and I wanted to be known. When they asked Him, why you created this creation? He said, I was a hidden treasure and I wanted to be known. And you will be so lucky and so absolutely happy and so absolutely beautiful and so absolutely you will have wisdom and light if you see something from Him, a little bit from Him. Every day you are seeing, it gives you sweetness, gives you light. And this is the reason that you live. And you should take it until you die, so that when you die with good, in good spirit, you die happily. Why? Because you are meeting your Lord. You are meeting Him, that one who created you. And He show you that your life is nothing. This is all nothing. It's only a dream. Sayyidina Ali was saying, Karama wa Jawaliya, he was saying after, when you die and then you wake up from a dream. You are waking up from a dream. You look to your life, you said, what was this? What happened? Just happened. What is this? This was my life. This was a dream, I think. It's away. It's finished. There's a new life, the real life. I never knew this life. This is a real life, a never finishing life. Life is a real life. Allah is not giving a life which is passing away. He gives a life which is for always, eternally, and it is increasing. Gives you everything, more life, more beauty, more wisdom, more light, more knowledge, more beauty, every time, never finishing. He is never finishing. Allah is not finishing. He is never finishing in His greatness. His greatness is endless.
And you are from that. You are from him. So you will have that also, inshallah. And you must think about that and keep the way and be thankful. Not complaining. Don't complain. Forget complaining. Make an exercise. Exercise every day, exercise. You make so many exercises. Yogi, mogi, oh, I have to make exercise. I must be healthy. I must be thankful. I must be this and that. I make exercise today. I make there's YouTube. I have to, oh. Make an exercise not to complain for yourself. Make a program. Today I'm not complaining. Yes, from 9 to 10 I'm not complaining. You will not make it. After 10 minutes you complain. Make an intention, doesn't matter. Don't complain for a whole morning. And then when you manage the morning, do the afternoon. And more and more, not complain. So that you get aware that you are complaining, aware that you are complaining, that aware that you are not thinking. You must get aware of that. You are not aware. You are sleeping and complaining without thinking about it. You must be thankful for everything. You have no time for anything else but to be thankful, to breathe, to drink, to eat, to be happy, to have something under your, above your head, a roof, and you can walk. You have a body, and the biggest gift, and you can never finish your thinking with that, is that you believe in Allah, that Allah created you as a human being with such an honor. And our Shaykh is teaching this, and he's showing the way. And there is a people, and that is our Shaykh, my Shaykh. They are showing the 100% how you do 100% this way. 100%, not 99, 100%, day and night. It is possible, they show it. They follow the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the greatest one. He is the greatest one. He gives a complete example for mankind, for all mankind. It's a complete and wonderful system and wonderful characterly knowledge and education for human being for all the world. He came for all the worlds even as a rahmah, as a mercy. They have to understand, or Christians, or Jewish, or Buddhists, or Hindus, you must understand that Allah liked it, our God, our only God, he liked it to send him and to bring him the last message. And he say, I make it fullcome, I make it fully, my ni'mat perfect now. I give everything now. I correct everything what was before and I make it perfect for you. You have to believe and know. If you don't, if you are stubborn, you will get regretted. You regret. You will have a big, big regret if you don't, if you are stubborn and not accepting what Allah is sending. He is sending you and he is sending your prophet. You will be regret too much if you don't accept it. Oh, Brüder und Schwestern, ihr müsst dankbar sein. Dankbar, beschäftigt sein mit Dankbarkeit. Den ganzen Tag, von morgens bis abends. Ihr habt keine Zeit zu klagen. Man darf nicht klagen. Warum soll man klagen? Ändert nichts. Außer euren Zustand, den macht ihr noch schlechter. Ihr sollt loben, Allah loben und dankbar sein. Du hast keine Zeit zu klagen, weil du hast keine Zeit, wenn du darüber nachdenkst, für was du dankbar sein kannst, dann hast du keine Zeit mehr zum Klagen. Ja? Für deinen Atem angefangen, für deine Augen, für deine Ohren, für deine Zunge, dass du sprechen kannst, dass du etwas fühlen kannst, dass du hier bist, dass du Allah sehen kannst, dass Allah glauben kannst. Das ist das größte Geschenk, der Glaube an Allah, Glaube an deinen Herrn. Allah hat gesagt, ich war ein verborgener Schatz und ich wollte erkannt werden, als er gefragt wurde von David, a.s. Warum hast du diese Schöpfung erschaffen? Ich war ein verborgener Schatz und wollte erkannt werden. Ja, das ist der Sinn. Das ist dein Sinn. Das ist unser Sinn. Deswegen sind wir hier. Nicht wegen Arbeit oder wegen Essen, Trinken und Heiraten und dies und das. Das ist nicht der Grund. Nein, nein, der Grund ist, Allah zu erkennen. Weil es eine Wunderbarkeit hat. Ein wunderbares, das Wesen Allahs ist wunderbar, ist ohne Ende. Die Größe ist ohne Ende.
Die Schönheit ist ohne Ende, die Weisheit ist ohne Ende, die Kraft ist ohne Ende. Wenn wir sterben, werden wir sehen, dass wir aus einem Traum erwachen, sagt Sayyidina Ali, radiallahu anhu. Ja, du wachst auf aus einem Traum, wenn du stirbst. Du schaust und sagst, was war das denn gerade? Was war das gerade? War gerade mein Leben? Was ist das? Es ist weg. Habe ich geträumt? Ich muss wohl geträumt haben. So ein Gefühl ist das. Und dann kommt das wahre Leben, Al-Hay, mit dem Geheimnis des Hay, das wahre Leben. Ja, das ist ein Leben. Allah nimmt nicht zurück. Allah gibt immer nur mehr als sein Wesen. Er sagt nicht, ich habe dir jetzt was gegeben und jetzt ist Schluss. Er gibt dir mehr. Er gibt dir mehr. Warum? Weil du dankbar bist. Jedes Mal, wenn du dankbar bist, gibt er dir mehr. Immer wenn du sagst, oh, ist wieder nicht genug Geld, ist wieder nicht genug, wieder so zu wenig, dann kriegst du noch weniger. Wenn du sagst, Alhamdulillah, immerhin 100 Euro, Alhamdulillah, Maschallah, danke, ja Allah, dann kommen 200 Euro nächsten Monat. Ja, ihr müsst dankbar sein. Das ist eine einfache Rechnung. Für alles muss man dankbar sein. Für jede Gesundheit, für jede Gelegenheit, für jedes Fest, für jeden Ramadan, für jeden Tag, wo du beten kannst. Ja, und betet, ihr müsst beten. Ohne Gebet, ja, das ist das Mindeste, dass man seinem Schöpfer sehen, sein Recht gibt und sein Gebet macht. Ja, mindestens so viel man kann. Ja, das ist sein Recht. Und es gibt dir nur Gutes. Er braucht nicht unsere Gebete natürlich. Aber für dich ist es das Beste. Ja, möge Allah uns dankbar machen und sehen, dass wir das Beste bekommen haben. Allerbeste hat Allah uns gegeben. Er hat gesagt, ich gebe jetzt dem Propheten Mohammed, mein Habibi, mit allem, was ihr braucht, mit Perfektion des Charakters und der sozialen Gerechtigkeit und alles gebe ich jetzt, die Perfektion des Din, jetzt mit ihm am Schluss. Deswegen müsst ihr, Christen, Juden, Buddhisten und Hindus und alle, müsst das verstehen. Seid nicht stolz, seid nicht stolz. Wir sind ja froh, ihr habt das bekommen. Jeder hat seine Religion bekommen zu seiner Zeit. In unserer Zeit ist Prophet Mohammed gekommen. Ja? Seid nicht stur. Eure Sturheit wird dazu führen, dass ihr sehr bereuen werdet. Sehr, sehr, sehr bereuen werdet. Eure Sturheit, die darauf beruht, auf Ego und auf Macht und auf Geld und auf wie sagt man, Korruption, darauf beruht. Ja? Nehmt den Islam an. Nehmt es an, was Allah euch anbietet und gibt. Ja? Und ihr werdet glücklich sein, inshallah, in diesem Leben und im nächsten Leben, inshallah. Möge Allah uns schützen. Wir haben das Beste bekommen. Und wir haben einen Scheich bekommen. Und wir haben Scheichs bekommen. Und Leute, die uns zeigen, dass sie hundertprozentig den Weg führen. Und führen und gehen. Hundertprozentig. Ja, folgen sie dem Weg des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Ja, diese Leute gibt es. Das sind die wahren Erben des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, die extra geschickt sind, nach dem Propheten geschickt sind, um uns zu führen. Ja, hat uns nicht alleine gelassen, hat nicht gesagt, Prophet war und jetzt ist Schluss, macht mal alleine weiter. Hat uns geschickt, die Heiligen, die uns genau zeigen, in ihrem Körper, jetzt in dieser Zeit, den besten Weg zeigen, wie es geht, zu folgen dem Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, und zu zeigen, was ist richtig, was ist falsch. Ja, das ist wichtig zu wissen, inshallah. Möge Allah uns schützen, auf diesem Weg bleiben und uns dankbar machen, ohne Ende dankbar machen und auf dem Weg sein lassen, inshallah. Richtig raufbringen und sein lassen, inshallah. May Allah keep us on this beautiful way and put us there and leave us there until we die happily, bis wir mit Freuden in die nächste Welt gehen, weil wir unseren Herrn dort treffen, inshallah.